Ahoi, bonjour und einen wunderschönen guten Tag aus dem Just Music Store am Moritzplatz in Berlin. Ich bin Fabs und ich führe euch heute durch den ersten Teil unserer nagelneuen dreiteiligen Serie Soundquest in der Metal Edition. Soundquest. Soundquest? Was zur Hölle ist Soundquest? In unserer mehrteiligen Reihe Soundquest geht es darum, den für dich perfekten Sound zu finden. Heute machen wir das in der Metal Edition. Um ordentlich abzurocken, braucht man was? Eine Gitarre. Ich habe heute zwei Gitarren ausgesucht. Einmal die KH202 von LTD. Ziemlich cooles Solo-Teil. Kann man natürlich auch Rhythmus damit spielen. Bestückt mit Floyd Rose Tremolo, zwei Humbucker Tonabnehmern, Volume- und Tonprotis, einem 3-Wege-Schalter und das Allerwichtigste, Reversed Headstock. Geil. Die zweite Gitarre für heute ist die EC401 von LTD. Bestückt mit aktiven EMG-Tonabnehmern, fester Brücke, 3-Wege-Schalter, Volume- und Tonpotis, ist das Teil einfach das Rhythmusbiest. Schwarz, stark, gut. Gibt's den perfekten Metal Amp? Keine Ahnung, aber der Blackstar ID Core ist ziemlich nah dran. Wenn es darum geht, für Einsteiger oder Fortgeschrittene einen Amp zu finden, der alles bietet, von Clean Sounds bis hin zu Vollgasverzerrung und einem integrierten Looper, bist du beim Blackstar ID Core auf jeden Fall ziemlich nah dran. Wir haben eine amtliche Gitarre rausgesucht und einen fetten Amp. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Effekte. Metal ist gleich Verzerrung. Dementsprechend habe ich einfach mal ein paar Effekte rausgesucht. Zum Beispiel den Metal Zone MT2 von Boss. Der wird schon seit Jahrzehnten exakt genau so gebaut und macht schon seit Jahrzehnten genau das, was er soll. Es gibt von KHD beispielsweise den Ghoul Screamer. Das ist das Signature-Pedal von Kirk Hammett. Dann habe ich noch den Rev G4 rausgesucht. Der G4 ist der vierte Kanal aus dem Rev Amp und das Ding ist ein Biest. Es ist echt krass. Und was wir dann zu guter Letzt natürlich noch brauchen, ist ein Delay. In dem Fall beispielsweise ein analoges Delay von MXR, das Carbon Copy. Wenn du keinen Bock auf Einzeleffekte hast, habe ich hier noch was anderes für dich. Und zwar den Tech 21 Flyrig. Das Flyrig besteht aus mehreren Kanälen, einem Plexi-Kanal beispielsweise, einem Sans-Amp-Kanal und es hat auch noch ein Delay und einen Booster. Dementsprechend geiles Teil, All-in-One Package und Beste. Alright, alright. Wir haben alles zusammengesucht, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die wir unbedingt noch brauchen. Kommt mal mit. Und vorhin hatte ich vergessen, Stromversorgung, ganz wichtig. So, das war der erste Teil unserer mehrteiligen Serie Soundquest, diesmal in der Metal Edition. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man die ganzen Sachen, die wir hier zusammengesucht haben, zusammenstöpselt. Bis zum nächsten Mal.